Wenn das Verliebtsein zum Albtraum wird, warum schlittern Menschen in toxische Beziehungen? Das Comedy-Ex-Paar Luke Mockridge und Ines Agnoli landen durch ihre Beziehungseskapaden in der Presse. Blöd gesagt, wenn du alle haben kannst, dann willst du die, die dich scheiße findet. Der Anfang vom Ende. Ähnlich giftig die öffentliche Schlammschlacht des Ex-Hollywood-Paars Johnny Depp und Amber Heard. Eine Ehe geprägt von Wutausbrüchen, Gewalt, Alkohol und Drogenexzessen. Die große Liebe endet als Rosenkrieg vor Gericht. Heard und Depp verklagen sich gegenseitig wegen Verleumdung. Jüngstes Beispiel. Mark Terenzi und Verena Kehrt inszenieren sich als Traumpaar. Doch statt mit einer geplanten Hochzeit machen sie derzeit mit Prügelvorwürfen Schlagzeilen. Alles nur Show für ein bisschen Publicity oder der Inbegriff einer ungesunden Beziehung? Letzte Woche äußerte sich erstmals der Comedian Luke Mockridge, nachdem er sich 3 Jahre mehr oder weniger komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Man akzeptiert immer nur die Liebe, von der man glaubt, dass man sie verdient hat. Wahrscheinlich beidseitig genauso. Wahrscheinlich wird Ihnen das bei mich genauso sagen. Aber das hat eigentlich immer mit dem Selbstwert zu tun. Glückliche Menschen ziehen glückliche Menschen an und andersrum genauso. Ein Fremdflirt von Mockridge soll dazu geführt haben, dass Agnoli wutentbrannt Lukes Wohnung verwüstet. Spannungen in der Beziehung soll es schon länger gegeben haben. Also ich habe selber dafür gesorgt, dass da eine Sprengung einfach stattfindet. Okay, hier ist eine Handgranate. Let's go. Die Handgranate, wie Luke seine toxische Beziehung nennt, explodiert. Nachdem sie die Wohnung verwüstet hat, beschuldigt Agnoli Mockridge, er solle versucht haben, sie zu vergewaltigen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, stellt das Verfahren jedoch ein. Hier steht Aussage gegen Aussage. Inzwischen ist beiden bewusst, dass dies keine gesunde Beziehung war. Ich hatte halt eine richtig schlimme, toxische Beziehung. Die Highs waren sehr high, aber dafür waren die Lows auch sehr low. Und meine Therapeutin hat immer gesagt, man muss versuchen, eher so eine Kurve zu fahren, statt so eine Kurve zu fahren. Warum schlittern Menschen in solche Abhängigkeiten? Die Sängerin Sarah Bohrer, Ehefrau von Rapper Echo Fresh, lernt mit 14 ihren damaligen Freund kennen. Die vermeintlich große Liebe, doch nach 2 Jahren kommt es zur körperlichen Gewalt. Er entschuldigt sich, sagt, es wird nie wieder passieren. Warum sind sie nicht einfach gegangen? Jahrelang wird sie von ihrem Ex-Partner körperlich und seelisch misshandelt, manipuliert, geschlagen und hat Todesangst. Sarah schafft es, sich zu trennen und verarbeitet ihr Trauma in ihrem Song Kämpferin. Du warst nur ein mieser Teil von mir. Heute möchte Sarah Betroffenen eine Stimme geben, denn jeder kann in eine toxische Beziehung geraten. Doch Sarah weiß, es gibt auch einen Weg daraus. Ganz genau, und diesen Weg wollen wir jetzt aufzeigen. Wir sind schon mittendrin im Thema und damit herzlich willkommen bei Zoll. Sarah Bohrer, schön, dass du hier bist. Danke, dass ich dabei sein darf. Und Cordula Ledin ist bei uns, Diplompsychologin, die uns erklären wird, wie man sich aus toxischen Beziehungen befreien kann. Auch Ihnen einen schönen guten Abend. Guten Abend. Sarah, wir haben es eben schon angedeutet gesehen, mit 14 in diese Beziehung geraten. Wann hast du denn gemerkt, dass diese Beziehung irgendwie einen falschen Lauf nimmt? Ich habe tatsächlich nach fast einem halben Jahr eigentlich gemerkt, dass das alles nicht so richtig läuft. Ne? Nach der Phase dieses Love-Bombing, also diese Überschüttung von unglaublicher Liebe, kam dann tatsächlich die Kontrolle, die Demütigung und auch die Erniedrigung. Inwiefern? Wie hat sich das dann geäußert? Warum hast du da überhaupt weitergemacht? Wieso hast du das ertragen? Naja, es war alles relativ schleichend, das muss man sagen. Während man in diesem Prozess drin ist, merkt man auch kaum. Weil es gibt ja immer Gründe dafür. Er wollte auf mich aufpassen. Meine Freunde sind schlecht, meine Familie ist schlecht. Und nach dieser Art von Isolation ist man ja schon fast da drinne gefangen. Und ich habe mich ehrlich gesagt immer an die schönen Zeiten zurückerinnert. Also war das so eine Art Ping-Pong-Beziehung? Das heißt, du wurdest gedemütigt, dann gab es wahrscheinlich wieder Streicheleinheiten in Anführungszeichen, dann wieder Demütigung. Warum bist du da nicht früher rausgekommen? Eine sehr gute Frage, die ich mir heute noch stelle. Ich glaube, weil ich irgendwann einfach sehr emotional abhängig gewesen bin. Ne? Das ist wie so eine Art Zuckerbrot- und Peitschenprinzip. Man merkt eigentlich gar nicht, wenn man da schon drinne steckt. Und ich glaube, dass das auch eine Form von Manipulation ist. Man wird isoliert vom kompletten Umfeld und man ist letztendlich alleine. Und der einzige Mensch, der einem vorsitzt, das ist derjenige, der dich peinigt und gleichzeitig so viel liebt. Man versteht das gar nicht in diesem Moment.
Wann kam die Gewalt dazu? Die Gewalt kam, also die physische Gewalt kam nach ungefähr 2 Jahren. Das war tatsächlich auch noch in seinem Kinderzimmer. Im ersten Moment, muss ich sagen, habe ich reagiert, dass ich rauslaufe, bin aber wieder zurückgekommen. Und ganz kurz, konntest du dich nicht an Freunde wenden? Also wenn du sagst Isolation, dass man irgendwie oder nach Hause geht zu den Eltern, warum findet das nicht statt oder hat nicht stattgefunden? Weil ich mich unglaublich geschämt habe und ich glaube, dass das ganz, ganz vielen Frauen auch so geht. Es ist ein Stigma in der Gesellschaft, ein Opfer zu sein und ich habe mich einfach schlichtweg nicht getraut, das jemandem zu sagen, weil ich auch Angst hatte vielleicht, dass mir nicht geglaubt wird. Frau Ledin, das ist ein sehr extremer Fall. Sarah sagt ja auch, sie ist eine Überlebende. Denn durchschnittlich wird an jedem dritten Tag in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet. Das nennt man Femizid und es gibt ca. 120 Femizide pro Jahr in Deutschland. Das ist eine unfassbare Zahl. Wann wird eine Beziehung toxisch? Wann beginnt das? Wo? Das beginnt in dem Moment, wo man anfängt, sich selber zu verlieren. Das heißt also, der Selbstwert wird immer kleiner, man verliert Freundschaften, man verliert den Familienbezug, man verliert vielleicht auch finanziell etwas und man hat das Gefühl, ich bin überhaupt nichts mehr wert, ich bin an allem schuld und ab dem Moment sollte man sich fragen, ist das hier noch gesund oder geht das in eine toxische Richtung? Das sind diese Warnsignale, also ja. Das muss man sich dann immer wieder hinterfragen und sich diese Fragen stellen. Ja. Und oftmals kommt auch noch dazu, ich sage das immer, das ist dieses Dr. Jekyll, Mr. Hyde Problem. Das hat ja Sarah auch schon gesagt, dass sie immer wieder entschuldigt hat und die guten Seiten gesehen hat. Das heißt also, die meisten Opfer sagen, er oder sie ist ja zu 90% so wunderbar. Und diese 10%, das ist gar nicht er, das ist gar nicht sie, das kommt aus der Kindheit, da hat er sich nicht im Griff oder sie sich. Und das kriege ich geheilt, ich kriege das gerettet, ich kriege das irgendwie hin mit noch mehr Liebe, noch mehr Unterwerfung. Und wie hast du es dann am Ende geschafft? Also das war ja bei dir auch so. Und wann kam dieser Moment zu sagen, jetzt reicht's mir? Wie hast du es dann rausgeschafft? Ich muss sagen, die letzten Jahre bei mir in der Beziehung waren sehr, sehr schlimm. Ich habe mich eigentlich mehr oder minder taub gefühlt, aber ich habe darum gekämpft, finanzielle Unabhängigkeit zu haben. Mhm. Und das war letztendlich auch ein Punkt, um es da rausgeschafft zu haben. Und ich hatte eine sehr, sehr gute Freundin, die mir immer wieder gesagt hat, Sarah, diese Beziehung, die du führst, ist eben nicht normal. Frau Ledin, wenn man diese Freundin nicht hat oder sich nicht traut, wo kann man sich helfen lassen? Als erstes würde ich wirklich erstmal schauen, welche Freunde hatte ich früher und die wieder kontaktieren, die Familie wieder kontaktieren, wenn da noch irgendwo eine gute Beziehung früher bestanden hat. Als nächstes Therapeuten aufzusuchen und dann gibt es natürlich auch die großen Hilfeanlaufstellen wie der Weiße Ring oder auch Frauenhäuser, wo man jederzeit Hilfe bekommt. Was mich tatsächlich auch noch mal interessieren würde, du hast ja danach Echo Fresh kennengelernt, bist also in diese neue Beziehung geraten. War das eigentlich schwierig? Hast du Angst davor gehabt, in eine neue Beziehung zu gehen, aufgrund dieser schlimmen Erfahrung, die du gemacht hast? Ich hatte tatsächlich keine Angst. Ich habe mich getraut und ich habe auf den Richtigen getroffen. Mhm. Für mich war es am Anfang sehr schwer zu verstehen, warum er so lieb zu mir ist. Weil du sofort Warnsignale wieder genau hattest? Okay. Also ich konnte das gar nicht verstehen, dass mich jemand so sehr liebt und gleichzeitig so viel Freiheit gibt. Ich kannte ja nur Bedingungen und Konsequenzen. Und ist das inzwischen alles weg? Also kannst du quasi normal eine Beziehung führen oder kommt das immer mal wieder noch hochgeploppt? Also ich muss sagen, mittlerweile kann ich sehr, sehr rational darüber sprechen, gerade weil ich Frauen dazu ermutigen möchte, aus so einer Beziehung rauszukommen. Ich sage mal, das Thema Stalking ist mit Sicherheit noch ein Fall, der bei mir noch hängen geblieben ist. Aber ja. Ist das eigentlich typisch, dass eigentlich der Mann immer diesen toxischen Part einnimmt oder gibt es auch Frauen, die quasi diese Position einnehmen können? Ja, also ich habe durchaus auch Patienten bei mir in Behandlung. Der extremste Fall war, er wirklich 1,90 Meter, so muskulös, sie winzig klein und hat ihn wirklich geschlagen, bis er krankenhausreif war. Und hat dann aber immer wieder so mit großen Augen gesagt, ich bin doch dein Häschen. Und dann ist sein Helfersyndrom wieder angesprungen. Mhm. Er hat gesagt, sie ist doch eigentlich mein Häschen und hat wieder weitergemacht. Sarah, du hast aufgrund deiner schlimmen Erfahrung eine Petition gestartet. Was forderst du?
Die Petition Schau nicht weg, in der fordere ich, dass wir zum einen ein Netzwerk schaffen, damit Frauen, wenn sie dann schaffen, aus der häuslichen Gewalt rauszubrechen, auch wirklich den Platz bekommen in einem Frauenhaus. Vielen ist gar nicht bewusst, dass wir kaum Kapazitäten haben und dass Frauenhausplätze auch Geld kosten. Das heißt, wir müssen es schaffen, niederschwellige Beiträge für die Frauen zu ermöglichen, beispielsweise. Das wissen die wenigsten, ne? Dass Frauenhäuser tatsächlich auch wirklich Geld kosten und nicht umsonst sind. Das muss sich doch ändern. Absolut. Lassen. Ja. Wer muss denn dafür zahlen? Also nur mal so jetzt einmal, die kein Geld haben, müssen, also die Geld haben, müssen dafür zahlen. Wie viel ist das? Ich glaube, in einer Woche muss eine Frau zwischen 200 und 400 Euro rechnen. Und da ist natürlich die Frage, wer schafft das? Mhm. Gerade aus einer Beziehung, wenn man vielleicht eben finanzielle Abhängigkeit erleben muss. Mhm. Toxische Beziehungen gibt es ja nicht nur in der Liebe, sondern auch am Arbeitsplatz. Wie reagiert man da, wenn man das Gefühl hat, das ist hier ein Job, der tut mir nicht gut? Ja, also Warnzeichen wäre, wenn der Chef einen nicht in Ruhe lässt oder der Kollege, also auch außerhalb der Arbeitszeit, immer wieder einen kontaktiert oder eben auch Dinge verlangt, die ich eigentlich jetzt dem Job nicht zuordnen würde, wo ich sage, da werden persönliche Grenzen überschritten. Dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, sich an den Chef darüber zu wenden oder auch an den Betriebsrat. Oder es gibt ja auch Betriebspsychologen in den meisten Betrieben oder eben auch Psychologen, die in solchen Fällen helfen können außerhalb des Betriebes. Ab wann würde man da merken, dass etwas übertrieben ist? Wenn ich das Gefühl habe, dass wirklich jetzt Grenzen überschritten werden, wenn vielleicht es anderen Kollegen auch so geht oder ich das Gefühl habe, ich werde ganz anders behandelt als alle anderen Kollegen, bei mir werden da wirklich irgendwelche Dinge getan, die nicht in Ordnung sind. Okay. Dann danke, dass Sie beide hier waren und uns so ehrlich geantwortet haben. Das genau. Hat, glaub du ich, hast sogar auch noch ein geholfen. Buch geschrieben, ne? Das wollen wir vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen. Sag noch mal kurz, wie das heißt. Das Buch heißt Kämpferin und ist meine Geschichte und ein Ratgeber für alle Frauen, die in so einer Beziehung stecken. Unbedingt empfehlenswert. Und wir haben tatsächlich noch einen Tipp, denn so offen wie du bei uns über deine Erfahrungen gesprochen hast, gibt es auch noch auf Join die Doku Endlich frei.